Ich verbinde 89 damit, dass ich zum ersten Mal meine Familie besuchen durfte. Also meine Verwandtschaft, die ich in Duisburg hatte, meine Tanten und mein Onkel. Und ja, und dass sich mein Leben insoweit verändert hat, dass man Dinge erfahren hat und mit Dingen konfrontiert wurde, die man vorher als, ich war damals 10 Jahre als jüngeres Kind, gar nicht kannte. Und das war eine sehr aufregende Zeit. Der Einfluss war recht klar, weil, oder sagen wir mal, sehr signifikant für mich, weil ich hätte nicht studieren dürfen nach DDR-Maßstäben. Meine Eltern hatten beide studiert und das hätte ich nicht gedurft. Ich musste nicht zu NVA gehen und ich konnte mich kreativ und frei entfalten, wie ich es vorher nicht durfte. Ich bin relativ oft schon als Schulkind bei den Eltern, bei den Lehrern angeeckt. Und das gab es da noch nicht und man hatte viel mehr persönliche Freiheit. Und ich glaube, diese Freiheit hat man dann erst schätzen gelernt. Ich war die letzte Generation Thälmann-Pioniere und ich habe diese Pioniernachmittage gehasst. Ich habe diese Uniformität gehasst und das Individuum, das man heute sein kann, das hätte man ohne die Wende nicht sein können. Ich wünsche mir ein Deutschland, das offen ist für Fortschritt, das offen ist für Veränderung, das für Modernisierung einsteht, das für ein Miteinander einsteht und das dem einzelnen Menschen möglichst viel Freiheit lässt, so viel Freiheiten wie möglich sind und ein Land, in dem auch was vorangeht, in dem sich auch Dinge verändern können und in dem man sich nicht an Vergangenes oder was mal gewesen ist, allzu sehr klammern muss.